Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Leitungen und Kabel sind unser Thema. Wir sprechen aber über den Motoranschluss. Wie schließen wir einen Motor an? Ja? Naja, so ein Motor, es ist ja ein antreibendes Bauelement. Ja? Und wieso ist es passiert etwas? Also es wird zum Beispiel überlastet. Denkt man an eine Bohrmaschine, wo man zu hören drückt, bleibt so stehen. Ja? Oder natürlich werden Motoren überlastet, ja, weil normalerweise sollte es nicht passieren, aber es passiert halt einfach. Ja. Und was kann nur passieren? Es kann zum Beispiel zu einem Phasenausfall kommen. Also irgendwo geht halt ein Draht runter, ein Draht, eine Leitung, ja, eine Phase geht runter. Und in solchen Fällen wird dieser Motor warm. Ja. Und wenn der zu warm wird, dann wird er beschädigt. Und wenn er beschädigt ist, ist er unbrauchbar. Ja, und ein Motor ist jetzt nicht gerade das billigste Bauelement, was da so verbaut wird. Das ist jede Menge Gewicht da drin und jede Menge Gewicht bedeutet jede Menge Material und das ist üblicherweise nicht gerade billig. Das heißt, man trachtet danach, den Motor zu schützen. Ja, man will nicht, dass dieser Motor, nur weil er gerade überlastet wird oder nur weil irgendwo ein Draht runtergegangen wird, gleich der ganze Motor hin ist. Ja, sondern man möchte den Motor im Zweifelsfall halt ausschalten. Das Ganze passiert mit einem sogenannten Motorschutzschalter. Okay? Motorschutzschalter gibt es auf verschiedenste Art und Weisen. Also es gibt Motorschutzschalter mit einem Thermorelais. Das ist eine Möglichkeit. Motorschutzschalter mit Thermorelais. Wie funktioniert das? Das ist ein Bimetallstreifen, ganz ähnlich wie ein Leitungsschutzschalter. Ja? Aber hat eine andere Funktion, gell? Ja, der hat eine andere Funktion, es soll nicht die Leitung schützen, sondern den Motor vor Überlastung. Okay? Also, da ist ein Thermorelais drinnen, da ist ein Bimetallstreifen drinnen und dieses Thermorelais hat eine ähnliche oder möglichst gleiche Erwärmungskurve wie der Motor selbst und dadurch, dass halt der Motorstrom da drüber rinnt, erwärmt sich dieser Bimetallstreifen und wird das zu warm, puck, schaltet's aus. Okay? Funktioniert ähnlich. Einem Leitungsschutzschalter. Mit Bimetallstreifen. Okay. Motorschutzschalter mit Thermorelais. Eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist ein elektronischer Motorschutzschalter. Elektronischer Motorschutzschalter. Beim elektronischen Motorschutzschalter wird dieses Erwärmen, der Motorwicklung elektronisch mit elektronischen Bauelementen nachgebildet. Also da wären sie nicht wirklich ein Bimetallstreifen drin, sondern da passiert halt mit elektronischen Komponenten irgendwas. Und das ist praktisch eine Modellbildung. Das bildet das Thermoverhalten des Motors ab und wann irgendein Wert überschritten wird, schaltet es auch. Ja? Also thermisches Verhalten. Wird mit elektronischen Komponenten, ich schreibe jetzt nachgebaut. Also es geht immer um das thermische, um eine thermische Auslesung, gell? Elektronischer Motorschutzschalter. Ja? Und weil es um das thermische Auslesen geht, gibt es auch Motore, da ist in der Wicklung oder in den Bauelementen, die halt heiß werden, sind Thermistoren eingebaut. Das heißt, das sind Widerstände, die ändern ihren Widerstandswert je nach Temperatur. Und die messen dann wirklich die Mindungstemperatur da drinnen. Ja? Wird es zu heiß oder nicht?
Ja, und das kann ich, wird herausgeführt, ja, und das kann ich verwenden, um den Motor im Bedarfsfall abzuschalten. Also wirklich eine Temperaturmessung im Motor. Das Ganze heißt Thermistor. Thermistor Schutzrelais. Thermistor Schutzrelais. Wir haben Thermistoren. Temperaturabhängige Widerstände. Im Motor Temperaturmessung. Also wenn der Thermistor da einen bestimmten Widerstandswert hat, pack, schalt das auch. Ja. Funktioniert natürlich nicht nur mit Motoren, sondern auch mit jedem anderen Bauelement, was so ein Thermistor eingebaut hat. Also das wären praktisch die Möglichkeiten. Ja. Das sind die Möglichkeiten. Nun, wie schaut das aus? Ja, also so ein Motorschutzschalter, wenn ich das jetzt da aufzeichnen darf, da haben wir jetzt praktisch die Auslösezeit. Da haben wir den Motorstrom darüber. Ja, also wir sind da irgendwo da bei 0,005. Und da machen wir einen Bruch, ja, weil da haben wir dann eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, dann haben wir fünf Sekunden, da haben wir zehn Sekunden, da haben wir 20 Sekunden, da haben wir hier nur 50 Sekunden, da haben wir noch eine Minute, also da haben wir praktisch Minutengrenze, da haben wir 2, 4, 8, 16 und so weiter. Und hier haben wir den x-fachen Nennstrom, 1, 2, 3, 4 natürlich, 8 wird logarithmisch skaliert, 16, 32, 64 und so weiter. Das ist praktisch mal n, ja? Also das wäre praktisch Nennstrom. Bei Nennstrom soll es ja ewig laufen. Ja? Soll keine thermische Auslösung funktionieren. Ja? Und das sind Auslösezeit, das sind Sekunden und ab da sind es Minuten. Okay? Das ist die Auslösezeit da. Und genau so, wie wir es auch beim Leitungsschutzschalter aufgezeichnet haben, gibt es halt da eine Auslösekurve, ja? Gibt es da eine Auslösekurve, die kommt von da unten, die kommt da runter, ja, also bei einfachen, und die geht halt ungefähr qualitativ jetzt so runter. So irgendwie. Ja. Also das wäre praktisch einphasig, und bei dreiphasigen Motoren, dann sind wir da ein Stück weiter rüben, praktisch parallel verschoben, ja. Dreiphasig. Ja. Wie schaut so ein Motorschutzschalter aus? Nun, Symbol von einem Motorschutzschalter können Sie sich so vorstellen. Die drei Phasen, und das ist die thermische über die Auslösung, die thermische Auslösung. Ja, und da oben haben wir, dann praktisch einen Schalter üblicherweise. Da ist es, der hat eine Handbetätigung und der wird auch vor dieser thermischen Auslösung da wegputzt. Okay, so schaut das aus. Manche oder sehr viele eigentlich dieser Überspannungs- oder dieser Motorschutzschalter haben auch einen magnetischen Auslöser. Ja, der wird üblicherweise da unten dazu zeichnet. Ja, so, zack, zack.
und dann machen wir nur so eine runde Mugel dazu. Ja. Also das eine ist der thermische Auslöser mit diesen Kurven da. Thermische Auslösung. Und das ist die magnetische Auslösung. Also funktioniert ganz ähnlich. Wie ein Leitungsschutzschalter. Ja. Und da unten haben wir halt irgendwo den Motor hängen. Und den versorgen wir da. So schaut das aus. Magnetische Auslösung fährt dann praktisch da irgendwo ein, ja, wo es halt eingestellt ist. Und da geht's, ich zeichne, deswegen habe ich das da so, und das haben wir dann weit unten, irgendwo bei 5 Millisekunden und so weiter, da sind nachher so Auslösezeiten. Da haben wir die magnetische Auslösung. Ja. Also das da sind praktisch thermisch. Und darüber haben wir dann praktisch die magnetische Auslösung. Ja, also so schaut das aus. So schaut das aus, so ein Motorschutzschalter. Es ist natürlich anzustreben, so einen Motorschutzschalter immer zu verwenden, weil wir wollen unsere Motoren schützen. Also irgendeine Form von Motorschutz sollten wir einbauen, weil ja, das ist einfach good practice. Motorschutzschalter. Jetzt, wenn das schon so ähnlich funktioniert wie so ein Leitungsschutzschalter, muss ich nur eine Sicherung verwenden und einen Leitungsschutzschalter. Es kommt drauf an. Ja, manche, zum Beispiel die mit den magnetischen Kurzschlussauslösungen und so weiter, die übernehmen auch die Aufgabe des Leitungsschutzes. Ja, es kommt aber dann drauf an, wo sie eingebaut sind. Wenn die am Anfang der Leitung eingebaut sind und dann kommt erst die Leitung zum Motor, dann übernehmen sie die Aufgabe des Leitungsschutzes üblicherweise auch oder sehr oft auch. Sind sie beim Motor eingebaut und davor ist eine Leitung, müssen wir eine Vorsicherung, einen Leitungsschutz, eine Leitungssicherung einbauen, dem die Leitung schützt. Okay? Und die Vorsicherungen werden auch eben von diesen Motorschutzschaltern festgelegt. Ja. Eine Besonderheit vielleicht noch, bei Stern-Dreieck-Umschaltung. Also ich zeichne das jetzt so praktisch ein. Ja, park, park. Das ist die Stern-Dreieck-Umschaltung. Die hat da irgendwo die drei Phasen hinein. Ja. Bauen wir hier einen thermischen Auslöser ein in den Zuleitungen. Den muss ich auf Nennstrom einstellen. Ja, das eingestellt. Auf IN des Motors. Jetzt sind wir ja sehr logisch, ne? Aber pass auf, jetzt haben wir da den Motor. Ja. Jetzt haben wir da, was ist, wenn ich den da unten reinschraube? Wir haben ja da praktisch die Windungen, ja? Und jetzt die Motorwicklung. Und jetzt habe ich ja praktisch da rüben die Anschlüsse, die gehen ja da wieder zurück auf die Sterndreieck-Umschaltung. Die gehen ja da wieder zurück. Weil das wieder hier entweder auf Stern geschaltet oder auf Dreieck. Wie stellen den ein? Ja? Der. Da ist der Strom nicht mehr so arg. Ja, da in der Zuleitung ist er viel ärger. Da unten ist er nicht mehr so arg. Der ist eingestellt auf IN dividiert durch Wurzel 3. Dann ist der Motor nämlich auch geschützt, weil der irrtümlich da im Stern bleibt. Der bleibt, der rennt da auf Stern dahin. Das da oben löst nie aus. Ja, nie. Das wird heiß. Back. Aber so, wenn ich das da unten einbaue und auf IN wird durch Wurzel 3 einstelle, passt, ist geschützt. Ja.
Ja, also das sollte ebenfalls beachtet werden beim Anschluss eines Motors. Ja, das ist eingestellt auf jeden. Das gilt halt, wenn nicht so allzu oft Anlauf ist, ja, wenn keine Blindleistungskompensation ist, wenn wir Blindleistungskompensieren, wenn der Motor blindleistungskompensiert ist, ja, dann haben wir weniger Strom, dann können wir den Motorschutzschalter ein bisschen runterdrehen und so weiter. Kommt darauf an, wie viel Blindleistung kompensiert wird. Aber merken, Motorschutzschalter verwenden. Okay? Entsprechende Einstellregeln habe ich auch gegeben. So ist die Auslösung in etwa. Ja. Damit ist meiner Ansicht nach dieses Kapitel beendet. Also, über Leitungen und Kabeln haben wir jetzt einiges gehört, auch wie man Motor anschließt, was man da alles zu beachten hat. Ich glaube, für unser Leben als Maschinenbauer mit elektrischen Antrieben sind wir sehr gut gerüstet. Hoffentlich. Ja. Ich glaube das. Ja. Sollte es Detailfragen geben, man kann sie überall eintigern, ist eh logisch. Ja, also jedes Feld, alles wird ganz furchtbar kompliziert, wenn man sich nur lange und genau genug damit beschäftigt. Alles. Ja, da gibt's plötzlich keine einfachen Dinge mehr. Aber ich hoffe, mit diesen Elektrotechnik-Sachen dazu beigetragen zu haben, dass man ein bisschen besser verstehen kann, was da in der Elektrotechnik genau passiert. Ja. Vorträge über Elektrotechnik wird es keine mehr geben von meiner Seite. Also es gibt keine Videoserie mehr. Das war jetzt praktisch das Letzte. Ja. Und ich hoffe, es hat alles gefallen. Wenn man noch Fragen hat, kann man ja in den einzelnen Subkategorien, in den Subkapiteln ja nochmal nachsehen, ja, was ist Elektrotechnik, haben wir angefangen und so weiter. Ja, kann man einfach nachschauen. Ja. Ist im Kanal entsprechend gekennzeichnet. Mir bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu danken für die Aufmerksamkeit und ja, noch eine schöne, produktive Zeit zu wünschen. Auf Wiedersehen.